Grüß euch Leute, ich bin's wieder, euer Luki Ziesel. Und wir kochen heute gemeinsam ganz ein besonderes Dessert. Und zwar gibt's heute Milchreis, verfeinert mit weißer Schokolade, Erdbeersalat und Walnusseis dazu. Als allererstes fangen wir mit unserem Milchreis an. Wir nehmen einfach eine mittelgroße Pfanne, am besten Teflon, weil dann bleibt nämlich nichts picken. Geben da ein bisschen Butter rein. Wenn die Butter leicht Temperatur hat, schwitzen wir da ein bisschen unseren Risotto-Reis an. Ganz wichtig finde ich immer ist beim Milchreis, dass man Risotto-Reis hernimmt. Dort hat zum Schluss einfach ein bisschen eine schöne, knackige Textur und zieht einfach die Milch ein bisschen mehr an. Wenn die Butter dann schon ein bisschen Temperatur hat, geben wir einfach unseren Risotto-Reis da rein und lassen das Ganze vielleicht ein bisschen anschwitzen. Circa eine Minute, jetzt hat es einmal gesagt. Wenn wir den Reis dann ein bisschen angehen haben lassen, gießen wir das Ganze mit unserer Milch ab. Da tun wir noch nicht die ganze rein, das tun wir immer schön peu à peu, also Schritt nach Schritt dazu. Und immer schön umrühren, dass das Ganze eben nicht sich anlegen kann. Dann, dass wir da in das Ganze auch einfach ein bisschen Geschmack reinkriegen, nehmen wir wieder unsere gut altbewährte Vanilleschote her. Ganz wichtig, immer das ganze Mark rausgeben, weil wir wollen da nichts verschwenden. Und wer möchte, kann natürlich immer da die Schale von der Vanilleschote aufhalten und das Ganze dann in ein Rechsglas reingeben mit ein bisschen Kristallzucker. Dann hat man einen wunderschönen Vanillezucker in 1 bis 2 Tagen. Obwohl wir das Ganze dann zum Schluss mit weißer Schokolade verfeinern, geben wir trotzdem von Anfang an ein bisschen an Kristallzucker dazu, dass das Reiskorn einfach ein bisschen Süße schon aufnimmt. Und inzwischen unser Milchreis einfach fertig kocht, kümmern wir uns um unseren Erdbeersalat. Erdbeersalat deswegen persönlich, weil Erdbeeren einfach eine schöne Süße haben und zu ihrer Jahreszeit gibt es einfach schon gute. Falls keine Erdbeeren zur Verfügung stehen, dann gehen natürlich ganz leicht Himbeeren oder Heidelbeeren oder andere Früchte. Dementsprechend, wie man es einfach mag. Für unseren Erdbeersalat haben wir unsere Erdbeeren einfach schon gewaschen. Das Grün haben wir oben weggezwickt und nachher einfach gesäckselt, einfach, dass wir da schöne kleine Stückchen haben. Und für den Erdbeersalat, das Ganze werden wir einfach nur ganz leicht marinieren mit ein bisschen Staubzucker. Da braucht es nicht viel, kommt immer drauf an, wie süß die Erdbeeren selber schon sind. Ein bisschen Staubzucker, ich mag es ein bisschen weniger süß, weil das sowieso der Milchreis schon gesüßt ist. Schwenken wir das schön durch, dass sich das einfach schön auflöst. Ein bisschen Zitronensaft noch dazu. Da lässt man das Ganze vielleicht in 5 Minuten schön marinieren, dass das Ganze schon einwagt. Und inzwischen zeige ich euch mal unseren Schokocrumble. Für unseren Schokocrumble nehmen wir uns einfach ein Backblech. Das Ganze legen wir uns aus einfach mit einem normalen Backpapier. Und da haben wir unsere weiße Schokolade schon ein bisschen gehackt. Das ist die gleiche Schokolade, was wir dann für unser Milchreis hernehmen werden. Da bröseln wir einfach ein bisschen was drauf. Schön verteilt. Und dann kommt das Ganze circa bei 180 Grad 10 Minuten ins Backrohr. Wenn unser Milchreis dann schon richtig schön al dente ist, haben wir da unseren Oberst schon vorbereitet. Dann geben wir da noch hinzu. Das lassen wir dann noch circa 2 bis 3 Minuten mitköcheln. So, dann jetzt ist unser Milchreis soweit fertig und jetzt kommt unser kleiner Zaubertrick dazu, und zwar unsere weiße Schokolade, wieder ganz fein gehackt. Dann lassen wir das Ganze einfach leicht einbröseln und es wird sehen, die weiße Schokolade macht das Gericht zum absoluten Superstar zu eurem Osterfest. Wenn wir das Ganze dann mit weißer Schokolade schön verfeinert haben, werden wir das Ganze einfach mit einem kleinen Schöpfer anrichten. Sieht man, wie der richtig schön cremig ist durch den Obers und die weiße Schokolade. Dann geben wir oben drauf unseren marinierten Erdbeersalat. Kann man auch natürlich ein bisschen unterziehen, wenn man möchte. Dann, wer nachher noch möchte, kann das Ganze mit ein paar kalten Butterwürfeln noch verfeinern. Und dann bereiten wir uns einfach noch ganz schnell ein bisschen Zimtzucker vor. Dann nehmen wir einfach ein bisschen Kristallzucker, geriebener Zimt. Dann schwenken wir das Ganze schnell ein bisschen durch. Und dann wird das Ganze einfach schön oben leicht drüber gerieselt. Jetzt zum Fertigmachen wird das Ganze noch schön mit einem Haselnusseisnockerl verfeinert. Und zu guter Letzt kommt noch unser weißer Schokocrumble oben drauf. Ich persönlich finde, dass es sehr wichtig ist, Zusammenspiel zwischen süß und sauer, ein bisschen Crunch dazu. Und das war es eigentlich schon mit unserem Milchreis und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen.